Wow! Alles klar. Hey Leute, willkommen zurück zu Industria. Endlich geht's wieder weiter. Ja, ich hatte wenig Zeit, was zu tun. Aber jetzt geht's weiter und es kommen auch noch andere Projekte dazu. So, wir sollen hier, glaube ich, die Szene verlassen. Ja. No one's here. I would have been more surprised if there was. Take a look around. Anything? Looks like he took the train towards the coast. North of the city? The Doom Chapel, of course. How do I get there? Well, there's a train in the town hall station. Needs filling up with water and coal, but it should still run. Okay, I will leave right now. Wait, you have to cross the old canal to reach the city gate. It's no man's land. Nobody's been there for a long time. Well, do I have any other choice? Offenbar haben wir keine andere Wahl. Die kann ich nehmen, den Rest nicht. Ja, weg damit, brauchen wir nicht. So, Munition sieht, weiß ich nicht, nicht gut aus. Es wurde ja auch Industria 2 angekündigt, sah im Ankündigungstrailer oder Teaser eigentlich ganz interessant aus. Werde ich wahrscheinlich dann auch machen. Oh, neuer Tagebucheintrag. Was haben wir da? Erreiche den Bahnhof, den ich benutzen kann, um zur Kapelle zu reisen, wo sich Walter versteckt. Okay. Wenn das Ding allerdings Wasser und Kohle braucht, ist es also eine Dampflok, ja? Und das Rathaus hier hat wirklich ernsthaft einen eigenen Bahnhof, ja? Achso. Erstmal wieder reinkommen. Oh ja. Zwei Schuss. Wow. Extrem viel. Nein, nein, die Texturen nach nicht so schön. Also müssen wir gleich noch den Zug in Gang bringen, oder? Oder was? Munition voll, welche? Die hier bestimmt. Kann keine weitere Heilung mehr mitnehmen. Ja, dann heilen wir uns. Nehmen die mit und schau mal. Ha. Waggons, ja. Oh, okay. Was haben wir denn noch von der hier? Ah, das sind aber die normalen Dudes, ne? Für die wäre die Sniper vielleicht nicht ganz so passend. Nehmen wir die hier. Ja. Ah, Moment, warte mal. Mal kurz Backtracking machen. Wo bonche die Munition von da oben? Wenn das die für die Waffe hier ist. Ja, ist sie. Ist aber echt wenig, ne? Zwei Magazine? Hoffentlich kann man dem Nachfolger mehr Munition tragen. Was ist der verdammte Bahnhof? Ah, da unten. Speichert aber oft. Kein gutes Zeichen. Ha. Hier? Ja.
Auffällig viel SMG-Muni. Ah! Das ist aber nicht so ein MG-Dulli-Dude, oder? Das ist eine Aero-T-Kanne. Sniper wieder zu schade dafür. Ja, keine Munition für. Hä? Und jetzt? Ist das hier nicht eine Leiter? Ach so. Ach so. Gab ja so ein paar kleine Physikelemente hier. Hä? Hier gibt's den Leiter. Und doch ein paar Gegner mehr, ja? Aber die haben nicht viel vertragen, ne? Können wir die ja eigentlich von hier oben killen? Bleib stehen! Er bleibt aber nicht stehen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt schon runterrennen. Ah, hi! Wie die aufgescheuchten Hühner hier, ja? Da stehen hier nur 3 Schuss für das Ding, Mann. Es lohnt sich halt nicht, eine andere Waffe zu nehmen für die Teile. Ah. Lohnt sich wohl doch. Weil wir haben keine andere. Auf hier rumzurennen. Teile werden echt nervig. Ich gehe aber runter. Die werden mir einfach zu nervig, die Viecher. Okay, machen wir so. Den machen wir so. War das so ein Ninja-Dulli? Befürchte. Wobei, jetzt kann es mir egal sein, er ist tot. Munition? Nein. Geil. Das willst du auch mit Munition. Noch Munition. Auch für Schrot. Schrot, 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 Schrot. Mir fehlt immer noch so ein bisschen die Hintergrundmusik irgendwie. Zwischendurch gibt es sie ja mal, aber überwiegend halt keine. Ah, Gewehrmunition. Schön. Dass er noch Pistolenmunition kriegen würde, wäre nochmal besser. Er ist auch normal Dude, ne? Ja, okay, wir sind jetzt hier. Und jetzt? Und jetzt? Ja, die ganze Zeit noch ein Gegner hier, Mann. Ja, jetzt waren wir hier überall. Ohne zu wissen, was wir jetzt hier tun sollen. Ah, warte mal. Was ist denn hier oben? Munition, okay. Und jetzt? Ah, wir sollen über die Waggons. Jetzt habe ich es auch kapiert.
Immer erstmal umgucken, habe ich natürlich nicht. Warum auch? Ist das nur einer? Dann könnte ich den vielleicht mal im Nahkampf platt machen. Schon alleine, weil ich nicht so viel Munition habe, aber. Die machen halt auch Schaden ohne Ende. Und ich Nahkampf noch nie beherrscht habe. Habe ich ja eindrucksvoll bewiesen, dass ich das nicht kann. Zumindest nicht in-game, in real life. Naja. Kommt drauf an. So, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Alright, I'm good to go. Good. While you find your way out of there, you know, I think I might go put the kettle on. Well, it's so nice to know that someone's got your back. You're welcome. Hm. Ich kann daran rumkurbeln. Bewegt das sich jetzt? Yep. Ist aber ein sehr dunkler Zug. Ah, wir chillen uns mal hier hinten hin. Sagen wir, halten uns halt mal wegen meiner eigenen Dummheit eben. Müssen wir uns halt erstmal so einen halben reinlöten. Ja, zu unserer Linken sehen wir Gebäude. Jetzt nicht mehr. Schade, doch keine Sightseeing-Tour. Aber fast. Jetzt sind wir also wieder in der Bibliothek, ja? Wo wir immer nichts machen können, außer Globanten betrachten. Wobei man auch sagen kann, Globusse. Es ist ja beides richtig. Nur Globusse klingt so ein bisschen seltsam. Wo soll ich jetzt hin? Wahrscheinlich hier einfach wieder durchstratzen. Hier? Vielleicht? Oh ja. Ja, den Weg kennen wir schon. Genau, die Tür macht sich wieder zu. Nutzt sich so ein bisschen ab, die Szene hier, ne? Was diese Bibliothek angeht. Ach, er wieder. Die Kinovorführung. Kann ich da nicht näher rangehen? Was glaubst du, wer du bist, Alter? Uri Geller oder was? Ja, er stellt uns da erst eine Kugel hin und geht weg. Okay, dann gehen wir halt auch weg. Ja, okay. Das ist eine Kugel mit Wachstumsbeschleuniger, ja. Wo was die Szene jetzt sollte, wer weiß. Schon ein bisschen wirr. Ja, ein wenig wirr ist das schon irgendwie. Ich meine, also diese. Es gab dafür ein Achievement, die Überfahrt. Ja, okay. Und einen kleinen Nachladeruck da. Warum? Ist halt trotz der ganzen Updates nicht ganz optimal optimiert. Weil mittlerweile könnte man sogar Raytracing aktivieren. Dazu bräuchte ihr allerdings eine Nvidia-Grafikkarte. Ja.
Die habe ich nicht. Of course. Hey, do you read me? Looks like the gates are closed. Yes, I do. Actually, you know, I just realized I don't know your name. What, you don't know the name of your queen? I am unbelievably sorry, your highest of highnesses. Now tell me your name or I won't tell you how to get over that gate. I'm Nora. Nora Rosendahl, I guess. Nice to meet you, Queen Nora. I am Brent, your only subject, at your service. There's a control room above the gate there. You have to cross the beach and some buildings behind it to reach it. All right. There's something else, Nora. What is it? I used to live here, you know, before the war. When Atlas came and Hakovic was evacuated, I was wounded and treated in the city center hospital. I was left behind. Brent, I'm so sorry. You don't need to be. I just, I was hoping that you would take something with you to the sea. Of course, anything. Is it far off my trail? Oh, no. It's on the way. Just look for a blue apartment building with a greenhouse on the roof. It's the only one in this area. All right. I'll keep an eye out. Okay, wir halten die Augen offen. Und wow, bricht hier die Framerate aber richtig brutal ein. Ich soll angeblich nur noch 60 FPS haben, aber es kommt mir irgendwie ruckelig vor. Und was war das eigentlich für ein gigantisches, riesiges Viech da vorhin? Soll ich den betätigen? Nee? Den? Also da unten, weil da unten lang lief. Die Framerate war ja unterirdisch. Was kann ich denn hier nehmen? Ach so. Nee. Ich kann den Stuhl nicht halten. Oh. Speichern? Er hat doch schon gespeichert. Warum wir das nicht nochmal machen? Brent? I've just entered that big building behind the beach. Is this the right way? Oh. Hi, was geht ab? Seit wann brauchen die zwei Shots? Kommen wir hier rein? Natürlich nicht. Da war Munition. Ach was. Benutzen wir erstmal die hier weiter. Und auf einen Schlag läuft es wieder stabil. Also genau in der Ecke hier läuft es nicht gut. Aber jetzt läuft es wieder. Ah. Weiß nicht, ob ihr am Ende von den Framerate-Einbrüchen überhaupt was mitkriegt. Oder seht, weiß ich nicht. Vielleicht ja auch nicht. Aber ich kann euch sagen, an der Ecke ist die FPS-Rate und hier in der Ecke auch. Da muss wohl das Meer noch mitgeladen werden oder so. Bricht's extrem ein. Wow! Alles klar. Wo kamen die denn eben her? Ihnen erscheint, wächst der Widerstand ein wenig. Was?
Die Gegner sind neu, oder? Die sind neu. Aber wir kriegen immerhin Schrotmuni. Hätten wir das vielleicht wegsnipen sollen? Oder mit der Schrot? Ich weiß nicht. Hey, Munition voll? Welche? Es läuft hier aber auch nicht allzu rund. Ich weiß nicht mehr, ob wir überhaupt richtig sind. Oh, Heilung. Freundlicher Kontakt. Gestern haben die Nachrichten erreicht, dass 10 Kilometer nördlich von Harkavik feindlich gesinnte Stahlmenschen gesichtet wurden. Da sind wir schon, diese Roboter-Dinger. Später am Tag gab es Berichte über ein blaues Licht. Ja, blaues Licht, was macht es? Es leuchtet blau. Also sollen wir hier wieder runter? Aus dem Weg hier. Die Zone ist immer noch voll. Welche? Ach, die Schrot, stimmt. Ich kann ein volles und ein angefangenes Magazin mitnehmen. Und es läuft immer noch extrem laggy. Wo? Er ist über uns? Ach, da unten. Da unten ist er. Bewachst du die Munition? Gehst du jetzt mal kaputt? Hör auf, da rumzustarksen. Bleibst du jetzt stehen? Jetzt ist er kaputt. Wer weiß. Wahrscheinlich habe ich jetzt mehr Munition verballert, als ich hätte bekommen können, wenn sie nicht voll wäre. Yeah. Oh. Nehmen kann ich nicht. Nehmen kann ich. Nee, da war auch ein TNT-Fass. Was sind das? Ach, das ist auch Munition. Ah, das muss Schrotmuni sein. Und da ist ein Dynamitfass. Und was ist das da hinten? Keine Ahnung. Werden wir alles noch herausbekommen und dann hoffentlich mal wieder laggy frei beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.